Es gab, ich habe den Namen vergessen, einen sehr großen Rabbiner. Er meint, normalerweise zu Schabbat und an allen Feiertagen, wir haben ein Gebot, dass wir immer den Feiertag vorzeitig bringen. Wir werden heute noch in den Halachot das Ganze noch lernen. Ja, Schabbat kommt rein, dann Sonnenuntergang ist, da sagen wir jetzt um 18 Uhr, ja, um 18 Uhr, dann nicht Punkt 18 Uhr den Schabbat oder den Feiertag reinbringen, sondern ein paar Minuten davor. Man bringt ihm 18 Minuten vor, manche 40 Minuten vor, aber immer, man nennt es Tosefet Shabbat. Ja, dass wir einen Teil vom profanen Tag in Heiligen. Und da sagt jetzt dieser Rabbiner, dass das Ganze gilt für alle Feiertage, außer Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, sagt er, weil wenn du jetzt vom Heiligen Tag dazu fügst, das heißt, du verringerst dabei einige Minuten vom Monat Elul. Deswegen meint er, man soll wirklich bis zur letzten Minute und erst dann sollte man den Kiddush machen. Wieso? Damit du ja nicht verpasst, keine einzige Minute, keine Sekunde von Monat Elul. Halacha ist es nicht so, aber der Gedanke, um uns zu sagen, schau, wie wertvoll jeder Augenblick ist,